willkommen zur nächsten Folge Motorsport Manager. Hier unser schönes Auto. Irgendwas kann man verbessern. Was könnten wir denn machen? Die Bremsen werden verbessert. Und halt das, was am nötigsten ist. Ich gucke jetzt mal, dass die eingebauten Teile auf 70 kommen. Ne, auf 80 kommen. Und hoffe, dass wir damit erfolgreicher werden. Ja, Bedenken zu Finanzen habe ich auch. Es geht nicht nur euch so. Den Motor und die Bremsen. Das Getriebe machen wir. Getriebe ist nämlich wirklich, wirklich schlecht. So, und diesmal gehen wir mal ein bisschen auf sicher. Oder nicht? Unser Trend ist... Ups, sorry, eigentlich schlechter geworden. Das erste Rennen war noch das Beste. Wir müssen mehr Gas geben. Also diesmal müssen wir da ein paar Punkte mehr her. Von der Konfiguration bin ich eigentlich immer gut dabei. Aber das war es dann auch schon. Das ist ein bisschen enttäuschend. Aufhängen ein bisschen härter. So, probieren wir mal das qualitative Training zu überstehen. Und es geht, glaube ich, die Startaufstellung nach dem Zeit im Qualifying, im Training, so wie ich das gesehen habe. Aufhängen, Probleme mit allen Kurven. Dann kommen wir gleich mal wieder in die Box. Oh, viel Arbeit, viel Arbeit. Hallo? So, Rennreifen mal.
So. Guck mal, dass das was bringt. Ich will die aber gleich wieder reinholen, ganz ehrlich gesagt. Ey, was ist denn hier los? Ich mache ja nur noch schlechter. Wo war denn der Abtrieb am Anfang? Wollen alle gar nicht so viel Abtrieb. Also gerade habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten im Setup. Probieren wir es so. Wir haben halt noch keine gezeigte Gewinde gefahren, das ist ein bisschen doof. Wir kriegen halt auch durch das, dass wir immer wieder gleich zurückkommen, keine Rückmeldung. Aha. Beide vorbeigefahren. Abtrieb schlechter geworden. Ey, scheiße, Mann. Ich treffe gerade einfach nicht die richtigen Entscheidungen. Irgendwie mache ich gerade wirklich alles falsch. Es wird immer schlechter. Also kriegt er mehr Abtrieb, ja. So. Dann kriegt er noch einen höheren Top-Beschleunigung. Eigentlich hatten sie gesagt, sie wollen Härte haben. Fakt ist, wir müssen jetzt eine gezeitete Runde fahren. Der hier ist zufriedener. Der muss auch eine gezeigte Runde fahren, egal wie. Werden sie nämlich gerade noch so hinkriegen. Ich meine, von der Bodenhaftung her sind wir gut dabei. Ja? Wir erwischen es fast perfekt. Auch vom Setup her. Ich glaube, bei Anthony ist es wieder falsch.
Dafür hätte man keine gezeitete Runde fahren müssen. Oh Mann. Das Auto ist auch voll langsam, wenn du das mit den anderen vergleichst. Was soll man denn da noch machen? Schwache Leistung, ja, danke. War es wirklich. Aber wir starten trotzdem weiter vorne. Also kann es auf jeden Fall nicht nach der Dings-Strategie gehen. So, 32 Runden, wie viel Treibstoff? 13 darf man mitnehmen. Dann machen wir diesmal so. Und der fährt normal. Und da auch normal. Also nimmt. Im Fahrverhalten bin ich irgendwie völlig. Hier war es schlecht. Da war es auch schlecht. Sehr schlecht. Da war es schlecht. Und hier ist es sehr schlecht. Er will weicher haben. Machen wir es halt einfach mal so. So. Sind 24 und dann 8 Runden. Na, Moment. Der muss ein bisschen auf die Reifen aufpassen. Aber sonst starten wir so. Was gut ist, ist eigentlich, dass ich immer recht weit vorne starte, aber die können halt die Rennpace nicht durchziehen. Na ja, guck. Da kommen sie schon wieder alle an uns vorbei. Sponsorenziel haben wir ja diesmal nach hinten gesetzt. Auf den 15. Platz. Wir wollen jetzt den mittleren Stint mal richtig Gas geben. Ich hoffe, dass die nicht alle gleich den Stop machen. Sonst wird man natürlich keine Plätze gewinnen. Überholen uns einfach viel zu leicht. Also 3 Runden sind schon gefahren, ja. Am Anfang, das allererste Rennen, das war eigentlich mein bestes Rennen, muss ich sagen. Das war eigentlich am besten einfach. Wir geben denen mal mehr Sprit. Dass sie nicht zu weit abgeschlagen sind. Dann. Irgendwie probieren, dass wir durchkommen. Runden.
Vielleicht können wir den Gomez auch auf zwei rote Sätze schicken. 18 und 8 sind 26 und 6. Jetzt vielleicht geht es. Dann müssen wir jetzt ein bisschen langsamer machen. Aber das, ach, das hat wieder zum Nachteil, dass die vorne alle so weit wegkommen. Wir sind jetzt schon auf eine Runde mehr wie die vorne. Wir überholen die zwar alle, wenn die in der Box sind, aber solange die da keine Fehler machen, bringt uns das nichts. Lass dem doch nicht so viel Platz, Gomez. So wie es jetzt aussieht, können wir zwei Stints auf die roten gehen. Betanken. So, jetzt muss der auch noch reinkommen. Anthony muss jetzt Gas geben, um Zeit rauszufahren. Auf den Roten scheinen sie deutlich schneller zu sein, auch für die Konkurrenz. Gomez ist ein bisschen schonender zu den Reifen, das ist gut. Es
Sind jetzt alle schon das letzte Mal an der Box gewesen? Kann eigentlich nicht sein. Noch 14 Runden. Sind 21, 11 Runden bis zum Ende. Ich muss Anthony schaffen. Der macht auch die Kurven nicht zu, da würde ich viel enger fahren. Mann, Mann, Mann. Gomez verliert in den Kurven jedes Duell. Oh, jetzt hat er mal eins gewonnen. Aber wir müssen ja noch in die Box, ja? Vergiss das mal nicht. Habe ich beide verpeilt. Ja, das wird am Ende nach hinten losgehen, glaube ich. Treibstoff wollte ich mal gucken. Machen wir mal so. Mal gucken, ob uns das was bringt. Runden haben wir noch. An dem seine Reifen eben 10. Denn der Gomez da? Ich check's gar nicht.
Ich habe das Gefühl, der Gomez lässt einfach jeden vorbei. Der macht mal Hallo und dann lässt er die vorbei. So, 6 Runden noch. Muss da noch jemand stoppen? Ich glaube nicht. Und selbst wenn, es wird nicht so lange noch Stopp sein, dass wir davon noch was haben. Die rutschen einfach so durch. Das ist wirklich bei dem so. Der lässt die einfach durchfahren. Jetzt hat er sich mal einen Platz zurückgekämpft. Jetzt halte den auch, verdammt. Mir egal, wie du das machst, aber halte den Platz. Das erste Mal, dass wir einen Preis gerne für eine Platzierung kriegen. Durch Gomez. Immerhin. Immerhin, ja. War ein bisschen aufregend. Der ist sogar 10 Runden auf dem Roten gefahren. Hinten ist wohl immer das gleiche Bild. Hinten kriegst du immer genauso gleich viele Punkte. In der Teamwertung sind wir, glaube ich, gefallen. Müssen die irgendwas machen, damit unser Team ein bisschen stärker wird. Darüber kann uns nur der Sponsor helfen. Es verändert sich halt nichts an diesen Fahrerwerten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt sind wir 800.000 im Minus. Das ist nicht so doll.
Ja. Muss auch Fehler eingestehen, die Zuverlässigkeit noch ein bisschen hochschrauben. Nee, warte mal, eigentlich ist ja der Gomez besser platziert. Aufhängen müssten unbedingt mal verbessern, was die Leistung angeht. Die Aufhängung und das Getriebe, die sind wirklich sehr schwach. Leistung her sind die halt besser. Gut. Acht Rennen, Vorauszahlung 500.000 ist nicht wirklich viel. Vielleicht kriegt man noch ein paar Sponsorenangebote. Ein Wetterzentrum gebaut, schön für dich, aber bringt mir gerade gar nichts. Das ist schon besser. Feste Zahlung pro Rennen 150.000. So, hier gibt eine neue Abstimmung. Dann geht es um Zulassung von Fahrerhilfen. Dann stimmen wir mal dafür. Ja, abgelehnt. Okay, Sponsoren. Vier Rennen sind 4x18, 24. 900.000. Der hier zahlt besser. Er zahlt insgesamt 900.000, also 6x das hier. Der zahlt 24, 240. Nee. 320.000, 30, 40, 340.000. Er zahlt 10.000 weniger. Aber der ist halt schneller weg, der Vertrag. Und macht Platz für einen besseren. Ja, so muss man das auch mal sehen. Gut. Das war es aber von der heutigen Folge von Motorsport Manager. Warum ist der untätig? Was soll denn das? So. Und wir sehen uns dann im nächsten Rennen in den Ardennen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.